Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zum vierten Video zur kontinuierlichen Verzinsung. Schauen wir uns an, was wir bis jetzt gehört haben. Angenommen, ich möchte mir einen Geldbetrag von dir leihen, sagen wir K Euro. K Euro. Und zwar zu einem Zinssatz von R% per anno, also jährlich, unter der Annahme von kontinuierlichen Zinsen. Kontinuierlich. Was muss ich dir zurückzahlen? Wie berechnet sich das? Im letzten Video haben wir bereits die Formel erarbeitet, k mal e hoch r. Und das Ergebnis aus diesem Ausdruck wäre sozusagen, oder ist das der Geldbetrag, den ich dir nach einer Zinsperiode zurückzahlen muss. Und in dem Fall ist eine Zinsperiode ein Jahr, weil der Zinssatz eben sich auf ein Jahr bezieht. Der könnte sich genauso gut auf einen Monat oder auf ein Halbjahr oder auf ein Quartal beziehen. Du musst hier auf die Angabe achten. In dem Fall habe ich angenommen, der Zinssatz ist jährlich. Ich schreibe hier dazu, das ist der Betrag, den ich dir nach einem Jahr zurückzahlen muss. Wie entwickelt sich das jetzt für die Folgejahre, also fürs zweite, dritte oder von mir aus auch fürs zehnte Jahr? Na, unter der Annahme von Zinseszinsen starten wir ins zweite Jahr mit einen Kreditwert von also k mal e hoch r. Und auf den Betrag beziehen sich jetzt die Zinsen im zweiten Jahr. Du kannst es dir auch so überlegen, wenn ich dir den Kredit nach einem Jahr zurückzahlen müsste, dann ist das so viel wert wie k mal e hoch r. Wenn ich mir das Geld jetzt für ein weiteres Jahr ausborge, dann ist das sozusagen der neue Wert dieses Kredites und also auf den muss ich jetzt diesen Zinsausdruck e hoch r beziehen. Wir können das aber noch zusammenfassen und sagen, das ist k mal e hoch 2r. Und so berechnen wir jetzt den Wert des Kredites für 2 Jahre oder für nach 2 Jahre. Und wenn wir uns das noch fürs dritte Jahr ansehen, dann schreiben wir das wie folgt dann. Wir starten mit diesen k mal e hoch 2r. So viel ist der Kredit zu Beginn des dritten Jahres wert. Und auch fürs dritte Jahr fallen Zinsen an. Wir schreiben dazu diesen Zinsausdruck an. Vereinfachen das, was wir jetzt angeschrieben haben. Und das Ergebnis würde dann stehen k mal e hoch 3r fürs dritte Jahr. Das Muster dahinter ist leicht erkennbar. Wir verallgemeinern es jetzt auch. Dazu muss ich jetzt noch eine neue Variable einführen. Ich nenne sie t. T ist die Anzahl der Zinsperioden. Ja? Also in dem Fall, für wie viele Jahre borge ich mir dieses Geld oder dieses Kapital aus? Wenn hier Monate stehen würde, für wie viele Monate? Also es bezieht sich immer auf die Zinsperiode, die unterschiedlich sein kann. Die Formel ist aber ganz allgemein k mal e hoch r, das kennen wir. Und so wie wir es uns jetzt erarbeitet haben, wissen wir, müssen wir noch mit diesem t multiplizieren. Und mit dieser Formel können wir jetzt schon sehr viele Beispiele lösen zur kontinuierlichen Verzinsung. Ich schlage vor, wir schauen uns direkt mal eins an und nehmen an, ich möchte mir 1000 Euro von dir ausleihen. Also machen wir gleich Nägel mit Köpfen. In dem Beispiel baue ich mir 1000 Euro von dir aus. Du verlangst dafür einen saftigen Zinssatz in der Höhe von 25% per annum. Also wieder die Zinsangabe, also die Zinsperiode nicht vergessen, anzugeben oder anzunehmen. Ja, und was fehlt noch als Angabe? Das T. Ich möchte mir das Ganze für 3 Jahre ausleihen. Für 3 Jahre. Was muss ich dir zurückzahlen? Mit dieser Formel, die wir jetzt erarbeitet haben, ist es ganz leicht. Wir setzen einfach ein für k 1000. E ist die eulsche Zahl, aber vergiss nicht, dass dahinter eine Zahl steckt, nämlich 2,71 und so weiter. Also viele weit, also das geht dann sozusagen mit den Dezimalstellen unendlich weiter. Und die müssen wir hoch den Zinssatz nehmen. Der Zinssatz ist 25%. Oder 0,25 als Dezimalzahl angeschrieben. Also diese 25% sind als Dezimalzahl 0,25 mal dem t, also mal 3. Das kannst du direkt in den Taschenrechner eingeben oder noch kurz zusammenfassen und sagen, okay, das ist 1000 mal e hoch 0,75.
kannst jetzt jeden beliebigen Rechner dazu verwenden. Ich gebe das jetzt mal in X ein, denn das ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein Rechner. Und hier zeige ich dir bei der Gelegenheit, wie man die Zahl E in Excel verarbeiten kann und mit der rechnen kann. Die Zahl E stellt sich wie folgt dar, also du gibst in eine Zelle einfach ein, ist gleich EXP und in Klammer einen Einser. Das ergibt die eulsche Zahl. Und E hoch irgendeine Zahl ist EXP und in Klammer diese Zahl, für die du das ausrechnen möchtest. Und in unserem Beispiel möchten wir E hoch 0,75 ausrechnen. Deswegen gebe ich ein, ist gleich EXP in Klammer 0,75. Bezogen auf die 1000 Euro, denn so viel leihe ich mir von dir. Und ich müsste dir zurückzahlen 2117 Euro. Das Ergebnis ist also 2117, das Geld, das ich dir in diesem Beispiel nach 3 Jahren zurückzahlen müsste, bei einer Verzinsung von 25% jährlich, bei kontinuierlichen Zinsen und Zinseszinsen. Und du siehst, das erhöht sich recht schnell. Also ich musste bereits nach 3 Jahren mehr als das Doppelte zurückzahlen. Und das ist die Kraft einerseits von Zinseszinsen. Das ist ein wirklich starker Hebel. Das treibt diesen zurückzuzahlenden Betrag sehr schnell in die Höhe. Und das Zweite, was hier eine Rolle spielt, ist die kontinuierliche Verzinsung. Denn das heißt ja, dass wir mit jedem Augenblick in diesen 3 Jahren verzinsen. Also jeder Trillionstel Sekunde fallen hier oder verzinsen und verzinseszinsen wir. Schauen wir uns das Ganze anhand des zweiten Beispiels an. Das ist jetzt ein etwas anderes Beispiel. Angenommen, ich borge mir 50 Euro von dir aus, also einen etwas geringeren Betrag, und den möchte ich jetzt aber für 10 Jahre ausborgen. Und wir vereinbaren schon jetzt, dass ich dir 500 Euro zurückzahle, wenn ich mir diese 50 Euro für 10 Jahre ausleihen kann. Und was wir uns jetzt fragen ist, wie hoch ist dieser Zinssatz bei einer jährlichen Verzinsung? Also wenn wir von einer jährlichen Verzinsung ausgehen, wie hoch sind die Zinsen? Wie teuer ist dieser Kredit? Anders ausgedrückt. Und das sehen wir uns jetzt an. Dazu setzen wir an sich, so wie wir es kennen, in diese Formel ein, die wir uns jetzt erarbeitet haben, also für K50 mal E hoch RT. Na gut, das R kennen wir nicht, das T kennen wir, also hoch 10. Und für R müssen wir die Variable anschreiben. Und das soll 500 Euro ergeben. Das ist sozusagen die Angabe. Wir können hier das Ganze noch ein wenig vereinfachen. Das machen wir gleich, dass hier nicht, also dass wir diese Formel hier, also diese Gleichung so einfach wie möglich halten. Auf der linken Seite steht dann E hoch 10R und auf der rechten Seite würde 10 stehen, wenn wir das vereinfachen. Und die Herausforderung bei diesem Beispiel ist jetzt einfach, dass wir logarithmieren müssen. Ich gehe hier in diesem Video nur kurz darauf ein. Du kannst dir das Ganze in anderen Videos ansehen, wie das genau funktioniert. Aber wenn wir jetzt dieses R berechnen müssen und dieses R steckt in der Potenzzahl drinnen, dann müssen wir das Ganze noch ein wenig vereinfachen und logarithmieren. Das würde dann so aussehen, dass wir den Logarithmus berechnen von e hoch 10 r zur Basis e. Und das müssen wir auch auf der rechten Seite machen. Wir logarithmieren zur Basis e und müssen uns das jetzt ausrechnen. Und das werde ich noch ein wenig aufbereiten, dass wir uns noch den Logarithmus vorab ansehen. Denn der Logarithmus ist ja an sich eine Rechenoperation wie jeder andere auch. Wenn ich den Ausdruck hier auf der linken Seite in Worte fassen müsste, dann wäre die Frage, mit welcher Zahl muss ich e potenzieren, damit e hoch 10r herauskommt. Also mathematisch angeschrieben, mit welcher Zahl muss ich e potenzieren, Zahl x, eine Variable, damit e hoch 10r herauskommt. Und die Antwort ist, denke ich, jetzt klar, mit 10r. Ja? Eine andere Sichtweise wäre, und hierfür jetzt einen neuen Ausdruck ein, der Logarithmus zur Basis e wird sehr häufig auch mit ln angegeben. Und ln steht für den natürlichen Logarithmus. Und ich schätze, das heißt deswegen natürlicher Logarithmus, weil die Zahl e ja recht häufig in der Natur zu beobachten ist. Und wenn wir jetzt diese linke Seite wieder mit dieser ln-Funktion angeben, dann würde
folgender Ausdruck auf der linken Seite stehen: ln mal e hoch 10r ist gleich 10r ln von e. Und wenn wir das in den Rechner eingeben, ln von e, dann kommt hier 1 raus. Und 1 mal 10r ist 10r. Also wir kommen hier beide mal auf selbe Ergebnis für die linke Seite. Und ich setze das Beispiel hier fort. Also links bleibt 10r übrig. Und dass bei ln von e 1 herauskommt, das zeige ich dir auch noch in Excel. Bei der Gelegenheit sage ich dir auch noch, wie die ln-Funktion für Excel verwendet. Du gibst einfach ein, ist gleich ln und in der Klammer die Zahl, auf die du diesen natürlichen Logarithmus beziehst. Und in dem Fall beziehen wir das auf die Zahl e. Das gebe ich hier ein, indem ich auf diese Zelle hier verlinke. Und du siehst, es kommt 1 heraus, so wie ich es dir versprochen habe. Und 1 mal 10r ist 10r. Das heißt, auf der linken Seite bleibt tatsächlich 10r übrig. Auf der rechten Seite würde übrig bleiben der natürliche Logarithmus von 10. Also wenn wir für den Logarithmus zur Basis e ln verwenden, dann steht hier ln von 10. Und das rechnen wir uns auch gleich aus. Statt der euschen Zahl geben wir hier 10 an. Und es kommt 2,3 heraus, das schreiben wir entsprechend an, ist gleich 10r. 10r ist gleich 2,3, 2,30 und r ist demnach 0,23. Als Dezimalzahl, als Prozentsatz ist r, also der Zinssatz, 23%, wenn wir hier mit 100 multiplizieren. Und das ist das Ergebnis dieses Beispiels. Das heißt, du kannst dieses Beispiel auch, also auch solche Beispiele jetzt berechnen. Du kannst jede Variable in diesem Ausdruck k mal e hoch rt ausrechnen und nach jedem Ausdruck auflösen. Ich würde dir jetzt empfehlen, verwende eigene Zahlen, konstruiere eigene Beispiele. Du kannst jetzt damit auch sicherlich deine Schulbeispiele damit lösen. Schau dir die Zahl e noch einmal an, wie diese entsteht eigentlich, denn das war ja das Interessante eigentlich, dass diese mit dieser Annäherungsfunktion Limes entgegen unendlich entstanden. Und das angewendet auf den Ausdruck 1 plus 1 durch n hoch n. Und je höher die Zahl war, die du für n eingegeben hast, desto näher bist du dieser Zahl e gekommen. Oder desto weniger sind die Dezimalstellen voneinander abgewichen. Das war das Interessante und du wirst ein Gefühl dafür entwickeln und desto besser wirst du dann auch diese Beispiele verstehen und berechnen können. Und die Formel, in die du das Ganze dann einsetzt oder verwendest, ist k mal e hoch rt. Jetzt weißt du ja auch, wo sich diese Formel oder wie sich diese Formel ableitet. Und mit der Formel kannst du jetzt wirklich sehr viele Beispiele zur kontinuierlichen Verzinsung berechnen. Wir sehen uns bald in anderen Videos. Mach's gut, bis dann.